Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Hogwarts Legacy. Wir machen jetzt mit der Drachenmission weiter und das aber mit dir hier sprechen. Und dann mal schauen, wie das ausgeht, dass wir hier das Ei da hier wieder zurückbringen. Jetzt ja gern behalten. Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Hä? Wie das? Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Ja, und damit auch auf uns. Das wird bestimmt nicht ungefährlich. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Das klingt doch ganz einfach. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Macht irgendwie Sinn. Oh, eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es Rebellion bist. Ja, gut. Keine Ahnung, wo wir sind, aber... Oh, ich höre schon. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh, gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Ah ja, mitnehmen. Stimmt, ich brauche noch ein bisschen Malvenkraut. Wegen Merlins Prüfung, da habe ich ein, zwei gemacht. Von da. Mach keinen Scheiß, ne? Arme muss Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Gegner da vorne. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Was echt ein Wunder ist. Oh, die armen Buffis. Überhaupt kein Gegner. Ah, Teil des Lagers. Ganz schön mutig, das hier zu machen. Das war wohl mal ein Drache. Schick hier. Ich dachte gerade für einen Moment, da hinten geht eine Treppe rauf. Was sind sie, Smithy? Ich dachte, sie würden sich ins... Was? Uns in Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnung auf den Kampfring machen. Aber die wahren Galeone findet man in Akromant... Was? Akromantulas. Sie würden nicht glauben, wie viel Violett und ich in ein paar Tagen verdient haben. Ganz zu schweigen davon, dass Borneo gar nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter. Vielleicht nach Ägypten. Es ist zu Ende. Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Wie bis charmant. Bald. Sie halten Kontakt zueinander. Hallo. Da ist sie wieder. Fantastisch. Nice. Oh, bitte lass mich nicht gegen den Drachen kämpfen, mich, auch wenn es irgendwie geil wäre. Warum? Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir... Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Sieht es nach Megastress aus da vorne? Oh je,
ist das hier? Hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Hm. Das sieht nach... Was war das? Shit, Showdown. Ja, ich hab gewusst, dass das keine gute Idee ist. Wie komme ich dann nach da vorne? Komm. Warte hier. Ich laufe durch. Was passiert, wenn du so weit bist? Folge dir. Ich lenke sie ab. Komm nach, wenn es sicher ist. Autsch. Autsch. Komm, lauf, 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 lauf. Du sollst laufen. Hä? Hier rauf? Ach so, da. Ist aber nicht der schlauste Drache hier. Rebellion. Vorsicht! Das ist das gleiche Spiel nochmal. Sie wird es uns wissen lassen. Geronimo! Weiter so! Wir müssen nur das Spiel erreichen. Komm, jetzt lauf halt! Ha, Mann, ey. Komm, lauf! Lauf, lauf, verdammt nochmal! Kein herzlicher Okay. Empfang. Nein. Ach, aber was hast du erwartet? Kaminfeuer. Oh, große Kugel. Hier ist gleich wieder. Bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Komm, lauf! Ah, Mann! Lauf, verdammt nochmal! Du musst zu der Öffnung unter. Ja, was du nicht sagst. Lauf, 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 lauf! Lauf! Lauf, 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 lauf. Dankeschön. Verschwindet! Schnell! Genial! Okay, wohin? 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 Da ist das Nest. Wir sind fast da. Aber sie... ist das Nest. Warum sind alle Brücken zerstört? Repar! Dann hätte ich jetzt andere Fragen, als wie, warum die Brücke zerstört ist. Dankeschön. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Ja, ich hab's mir so gedacht. Das war mehr Glück als Verstand. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Ja. Sollen wir zurück?
Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Was hast du vor? Ich meine, der Dach ist jetzt weg, Bittenei. Hogsmeade oder Hogsward jetzt? Wie konnte ich so Hogsmeade. Blind sein? Das war's? Du gehst jetzt einfach? Okay. Ja, wenn das so ist, dann werden wir jetzt mit Sebastian weitermachen. Aufträge. Ja, trifft dich mit Sebastian. Und da müssen wir erst 23 werden. Und dann kriegen wir Imperio. Sebastian, wo bist du denn? Ah, du bist... da unten, alles klar. Ich würde mal sagen, der Reisepunkt ist am schnellsten. Der hat bestimmt gute Laune nach unserem letzten Gespräch. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Komm. Gib ab. Danke. Ah, da gibt es ja so eine Ballonaufgabe. Sollen wir die alle kaputt machen? Ach, diese Spinnen, ne? Komm, hoch. Nice. Wenn wir schon mal da sind, machen wir sie auch kaputt. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Oh cool, die kämpfen da gegeneinander. Nice. Ah. Wieder so eine Aufgabe. Schnellreisepunkt. Ja, bitteschön. Sicher ist, sich da drin umzusehen? Komm, lande. Perfekt. Oh, du bist ja mal da. Du bist hier. Gut. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Ja, was wett man, dass er auftaucht? Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Oh ja. Nachdem es eine Katakombe ist, wenn man diese Katakombe Feuer brauchen. Du warst ja, warte mal. Bombarder. Fingo. Ich glaube, wir werden das mit Fingo austauschen. Was ich gelesen habe. So, einmal rein da. In die Spaßgruft da. Ja, damit kann ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Ah, das sind schon. Ah, Spinnen! Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Ach, hier. Frei von Insekten. Ist jetzt sind gemacht. Keine Insekten. Revejo. Da oben. Jetzt was. Ah, Kiste. Akio.
Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Wingardium Leviosa. Erstmal nebenrück, wollen wir angucken hier. Dieser Raum ist höher als er scheint. Inzentrum. Oh, das hat gereicht. Meins. Sag bloß, das Teil muss jetzt hier wieder schweben. Nee. Nice. An einem total unverdächtigen Ort. Toll. Ja, total. Akir. So, weiter geht's. Rebellion. Moin. Ah. Mehr? Nee. Die Welt hat eine Spinne verloren. Oh, dieser Schrei. Ich werde ruhiger schlafen. Na, einfach durch hier. Nee, Bombarde. Oder so. In welche Richtung? So einen Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Gehen wir erstmal in die andere Richtung. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Ja, wo sind die anderen? Komm, trink! Potato! Okay, Nebenraum. Was haben wir hier Schönes? Rebellion. Ah, da hinten. Confringo! Hey, komm. Ah, leider schlechter. Okay, ich glaube, das war's hier drin. Zurück zu Sebastian. Zu dem großen, runden Raum da hinten. Eine Schatzkiste. Da kommt man nicht rein, weil wir da vermutlich irgendein Rätsel jetzt hier lösen müssen. Ah, I see. Ah, halt. Mal zwei. 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 Hier beim Altar ist etwas. Ja, Moment. Secrets? Hast du das gehört? Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind für uns bereit. Akir! Zwei Gold. Wo mit den Skeletten? Moment mal. Hey, da. Oh, wir können die bewegen. Vielleicht hier hin? Das scheint es nicht zu sein. Viele Tagebucheintrag. Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen, und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss von meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe das Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäbern aus englischer Eiche sollen eine starke Institution haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwendete ihre Gebeine als Schlüssel. Ah. Ich bereite zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, der Imperius-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Was ist es? Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt. Und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann also keine Sackgasse sein. Ich habe ihn hier, falls du ihn dir ansehen willst. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was.
Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Ja, vier Barrikaden sind da hinten, aber... Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Hm. Ah, okay, danke für den Hinweis. Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Ah. Ah, dann... Okay, wir müssen doch alle hinbringen. Okay, und... Ist da hinten noch? Oh, das war's. Geklappt. Sehr einfach. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Das sieht noch feigt aus. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Oder auch nicht. Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich. Ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Ich möchte den gerne lernen. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Naja. Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Okay, Imperio. Lass mal ganz kurz schauen. Zwing Gegner vorübergehend dazu, an deiner Seite zu kämpfen, solange sie unter der Kontrolle stehen, erleiden sie weniger Schaden durch andere Gegner. Realität zu dir zu verlängern, legt außerdem einen Fluch auf das Opfer. Verfluchte Gegner erleiden zusätzlich Schaden. Das probieren wir mal aus. Ah, Spinnen. Ah, kommt da noch was? Ja, okay. Nice. So, drei Wege. Schauen wir erstmal hier. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Akio, das ist zu nett von dir. Selbstredend. Es hat geklappt. Weiter so. Hm. Sieht oh, ja, aus. Klar. Es ist ein sehr praktischer Fluch. Fällt mir. So, Knochendinger. Daran. Was hat das mit dem Ziehen jetzt gebracht? Muss ich da einfach schneller sein? Ach so, nee, Moment. Also. Wie kriege ich das nächste auf? Hm. Und bevor wir mit dem Rätsel weitermachen, schaue ich erstmal in die anderen Räume da. Da geht's nicht weiter, außer... Was haben wir hier? Confringo! Nice!
Oh! Alter! Ah ja, alles klar. Du kämpfst. Gehst wieder gegen mich. Nice. So. Tot? Du bist doch nicht tot, oder? Warum bist du noch da? Ah, jetzt. Sehr gut. Bisschen dramatisch, oder? Naja. Ah. Goodies. Kann wieder nicht mehr tragen und das sieht noch kaputt machen aus. Noch mehr Schönes. Eine Truhe. Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon ziemlich lange niemand mehr. Ja, andererseits, hier brennt's, aber ja, okay. Magisches Feuer. So, das Rätsel jetzt hier da hinten. Wir brauchen da noch einmal Knochen. Welche Kombi hatten wir noch nicht? Ach hier. Nee, das ist nicht. Ah! Dankeschön. Das war ja echte Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Es war eher Glück. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Na, wo sind sie? Oh. Oh, fuck. Scheiße. Nein. Ah. Oh, die Abklingzeit ist halt schon ein bisschen hoch, ne? Oh, Alter. Scheiß Spinnen. Nein. So, wann ist jetzt alle? Lang dachte ich, das hört nie auf. So, Schaden ist auch ganz gut. Wo ist jetzt das Relikt hier? Sackgasse. Alles umsonst. Na, bestimmt nicht. Gib noch nicht auf. Was ist das? Die Nachricht des Relikts. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen der Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Illustration. Das hat doch irgendwas mit Menschenopfer zu tun, oder? Sebastian, das Relikt. Sieh nur. Ist das möglich? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt.
Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Ah, das ist bestimmt eine schlechte Idee. Aber nehmen wir es mal mit. Im Eintrag wird geraten, das Relikt nicht anzurühren. Ich versichere dir, dass wir das finden sollten. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Ominous! Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Verdammt. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Oh, gibt es jetzt hier einen Fight? Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut, aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Ich glaube, wir sollten es wirklich nicht tun und Sebastian wird sich vermutlich irgendwie opfern oder so für Anne. Wird ein Drama, sondern eigentlich. Ja, Ist nur so eine Ahnung. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Gut, dass du Sebastian gesagt hast, er solle die Finger vom Relikt lassen. Wir müssen zusammenhalten und Sebastian davon überzeugen, dass das falsch ist. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Wir werden eh nicht überzeugen können. Sebastian hat recht. Wir brauchen das Relikt. Tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Würdest du dafür deine Freundschaft aufs Spiel setzen? Möglicherweise. Wie soll ich daneben stehen und ihm dabei zusehen? Und wenn die Entscheidung nicht bei dir liegt, dann wärst du für den Ausgang nicht verantwortlich. Was in aller Welt schlägst du vor? Imperio? Jetzt, wo du es laut sagst, klingt es absurd. Aber ich habe eine andere Idee. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tu ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Ah, vermutlich werden wir das alle bereuen. Wir sind soweit. Was? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Ominous? Ich erkläre es unterwegs. Aber hier geht's doch auch irgendwie weiter. Moment mal, wir hatten noch mal diesen einen Zauber, der schwere Sachen bewegt. War das das da? Na, das war Flipendo. Das Kendo. Welcher Zauber war denn das? Das war in irgendwas verwandeln? Nee. Ich meinte, ich hätte den erlernt. Akio, das ist halt auch nicht. Nee. Also, wir gehen mal wieder. Und? Was habt ihr besprochen? Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Hm? Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance geben. Dass das Relikt so wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Ich wollte das nie vor. Aber wir wissen doch jetzt noch gar nicht, wie wir es benutzen sollen. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht für ihn. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Schade, dass ich jetzt nicht fliegen kann, aber na gut. Gehen wir halt mal zu Fuß.
Warum sind da so Rauchschwaden? Ich ahne Böses. Nicht erfahren, was wir für dieses Relikt. Konfringo! Es würde sie nur betrügen. Konfringo! Und jetzt du. Ich kann dich nicht angreifen. Nice, aber jetzt. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Warum hat sie so Rauchschwaden? Ist nicht gut. Ja, sag ich doch. Was ist los? Rauch, da drüben, beim Dorf. Weil da, wo der Rauch herkommt, sieht es aber irgendwie nicht so geil aus. Es wird angegriffen. Beeilen wir uns. Oh, was? Da gibt's Party. Nice, Finisher. Nice. Nice. Fuck. Komm, komm, komm. Nice. Komm her. Ah, jetzt kann ich ihn anfangen. Sehr gut. Oh, Anne. Was machst du hier draußen? Mit einem unverzeihlichen Fluch aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Du hast getan, was nötig war. Und das werde ich meinem Onkel beweisen. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Okay. So, Sachen einsammeln. Na gut. Oh, er steht ja noch draußen. Da gibt es eine Seite. Rebellion. Nice. Der Brunnen von Feldcroft. Was da. Dachte er sich nur? Kiste, 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 Kiste. Wo ist die? Ah. Ist aber auch schlechter. Sorry. Hello. Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian und ich sind Renrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet.
Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Warum, Sebastian? Okay. Das ist ziemlich schlecht geendet. Shit. Na ja, gut. Wer hier wohl wohnt? Das ist so eine dumme Frage. Wir werden wahrscheinlich die Ausrüstung anpassen. Schauen wir, was Besseres haben. Nö. Weil wenn, dann verkaufe ich es gerade. Outfit. Bei manchen wissen wir es nicht. Da wissen wir es auch nicht. Nee. Okay, dann gehen wir mal kurz in den Raum der Wünsche zum Identifizieren. Karte von Hogwarts. Geheimräume, Raum der Wünsche. Und dann kann ich gerade noch ein paar Sachen abholen. Wenn ich da schon mal bin. Haben Sie einen Moment? Zum Beispiel. Nö, gerade nicht. Da müssen wir hin. Cool. Und einmal da runter. Dann nehmen wir dich mal mit. Und dich. Und dich. Und dich. Sehr gut. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Okay. So, was willst du denn? Du wolltest mich sprechen. Hallo, Deke. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deke dachte, sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Ja. Ich weiß nicht, Deke. Das klingt nach viel Arbeit. Kann ich die Tierwesen nicht einfach weiterhin retten? Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Deke schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Deke hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen sie mit Deke. Ja, nee, also so viele Sachen, was man hier machen kann, schrägstrich muss, aber Zucht jetzt auch noch. Nee. Okay, liebe Leute, schauen wir mal. Aufträge. Wie ist die Übersicht? 23, was bin ich für ein Level? Nehmen wir jetzt zurück. 23, okay. Sprich mit dem Porträt von Bessanium, Fitzgerald in der Kartenkammer. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Hausbesuch der Wilder da. Ich glaube, in der letzten Episode machen wir mit der Kartenkammer weiter. Also, wir sind an der Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar vielleicht einen Kommentar. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da
Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.